So, ein wenig leiser, ein bisschen räuspern. Und ja, Teil 2 des Slumps war das, falls ich mich richtig erinnere. Let's go! Oh, was ist das? Ui. Hoho. Okay, was ist das? Ach ja, wieder Katzen, ne? Okay. Zack, zack. Oh, das. Ja. Ha. Oh. Da ist was. Schau mal, ein Zettel. Kleiner Außenweltler, wenn du das liest, heißt das, dass du noch am Leben bist. Ausgezeichnet. Ich habe ein paar Gerätschaften in die Bar gebracht, um ihre Antenne dort zu nutzen. Komm her, ich warte schon auf dich. Ich habe das Fenster verriegelt, aber der Code, um es zu öffnen, ist ganz einfach. Er lautet... Admin, Admin. Elo, Koda, Elo. Ganze. Achte auf die großen und kleinen Schreiber. Wir sehen uns in der Bar, Momo. Das muss der Code für das Fenster neben dem Eingang sein. Los geht's. Okay. Ich habe an kleine Ausländer verstanden. Hilfe, oh lol. Alles gut. So. Merken. Back Home 2. Oh, wieder zu Hause 2. Ich erinnere mich an dieses Videospiel. Es wurde kurz nach meiner Erschaffung herausgebracht. Glaube ich. Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Der Wissenschaftler und ich haben viel Zeit damit verbracht, es zu spielen. Es hat Spaß gemacht. Er fehlt mir. Warum kann ich mich nicht an seinen Namen erinnern? Tja, das fragen wir jetzt alle auch. Woran hat's gelegen? Oh nein, nicht wieder die Tüte. Obwohl, kommt, die Tüte. Jetzt ist meine Steuerung invertiert. Ich muss nach hinten drücken, um nach vorne zu laufen. Nach vorne drücken, um nach hinten zu laufen. Okay, gehen wir hier hoch. Können wir überhaupt hier hoch? Ja, können wir. Boah, ist das schwer. Zack. Miau. Okay, danke. Jetzt kann ich wieder vernünftig laufen. Ho. Radio. So, wo können wir wieder raus? Da. Hier ist das Schloss für das Fenster. Der Code lautet... es war ein H, glaube ich. Fehler, falscher Schlüssel. Ups, mein Fehler. Okay, versuchen wir es noch einmal. Und dann war es ein O oder war es eine 0? Schauen wir mal. Erfolg. Es hat geklappt. Momo ist in der Bar und wartet auf uns. Let's go, Katze. So, Koda, aber du musst dieses Spiel auch unbedingt spielen. Also wirklich. Ich liebe dieses Spiel. So. Auf in den Eimer. Zack. So. In die Bar wollten wir, ne? Miau. Zack. 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 Aha. Ey, nein, ich wollte runter. Zack, jawohl. Darf ich hier durch? Hey, kleines Fellknäuel. Komm her, ich habe es geschafft, ein Signal zu bekommen. Ach, das ist der ja. Oder... Hallo. Ich will hier drauf. Ich will hier drauf. Ja, will ich doch. Danke. Oh. Mal sehen, ob ich das Ding zum Laufen kriege. Lol. Ich habe es fast geschafft. Hallo? Hört mich jemand? Hallo, ja, wir können dich hören. Wir sind aus den Slums. Wir suchen einen Weg nach draußen und... Warte, bist du das Zbaltatzer? Momo? Psch. Ich fasse es nicht. Ich bin so froh, deine Stimme zu hören. Zbaltatzer. Wo bist du? Geht es den anderen gut? Ja, pscht, wir sind... Warte, ja, pscht, wir sind in Sicherheit. Pscht, wir haben einen Weg nach oben gefunden. Pscht. Hallo, hörst du mich noch? Du musst durch die Kanalisation gehen, um zu uns zu kommen. Psst, sehr gefährlich. Psst, Zurks überall. Kanalisation? Wie? Hallo? Verdammt nochmal, wir haben das Signal verloren. Ich fass es nicht. Spalzata ist am Leben. Und die anderen Außenweltler haben es geschafft, durch die Kanalisation nach oben zu gelangen.
Die Kanalisation ist der gefährlichste Ort in den Slums, aber wenn Zbaltaza es geschafft hat, muss es einen Weg geben. Hä? An der Kanalisation kommst du nicht vorbei. Dort wimmelt es von Zirks. Sie werden eine schnelle Mahlzeit aus dir machen. Besonders aus dir, Kleines. Viele haben in der Vergangenheit ihr Glück versucht. Das geht nicht gut aus. Wie auch immer, ich habe dich gewarnt. Deine Angelegenheiten gehen mich nichts an. Wir machen es trotzdem. Oh. Seamus. Oder Seamus. Sein Vater, Doc, war früher ein großer Wissenschaftler. Er arbeitete an einer neuen Waffe zur Bekämpfung der Zirks. Vor ein paar Jahren ging er weg, um das Gerät zu testen und kam nie wieder. Seamus. Ich rede dafür Seamus. Seamus war seitdem er nicht mehr derselbe. Hör nicht auf Seamus, er hat nur Angst, so wie ich es hatte. Wenn Doc eine Waffe gebaut hat, ist das unsere Tür zu den Außenweltlern. In seinem Notizbuch erwähnte Doc ein paar... Alter, die Musik. Ich mag das. In seinem Notizbuch erwähnte Doc ein paar Mal ein Geheimslabor. Das muss der Ort sein, an dem er daran gearbeitet hat. Vielleicht gibt es einen Hinweis in der Wohnung von Seamus. Komm schon, folge mir. Let's go. Ich folge dir. Miau. Mlem. Oh? Speicherpunkt? Anscheinend. Ja! Speicherpunkt. Hey. Ja! Du kannst doch ein bisschen schneller gehen, Kollege, aber ich mag deine Jacke. Oder dein Hemd, oder was? Ist das eine Jacke oder ein Hemd? Das sieht aus wie so ein überlanges Hemd. Oh, hi, Cosma. Ah, das Spiel ist so schön, ich liebe es. Ich weiß auch nicht, es ist so simpel, das Spiel ist so simpel. Übersetzen. Angelegen, ich bin auf der Suche nach Notenblättern. Ja. Komm schon, Seamus, mach die Tür auf. Du weißt, dass dein Vater uns hätte helfen wollen. Nun, das war zu erwarten, diese Situation ist ziemlich hart für Seamus. Er will nichts mehr von deinen Außenweltlern hören. Mir will er nicht helfen, aber du. Alter. Hörst du mal auf? Ich glaube, ich habe eine Idee. Alter, wie lange der redet. Oh, der hat ein Flamingo-Hemd. Habe ich das jetzt realisiert? Ich hatte damals auch bei H&M eins gefunden gehabt. Das war so geil. Okay, ich gehe rein. Ich verstehe schon. Hier, nimm Docs Notizbuch und zeige es Seamus. Neuen Gegenstand erhalten. Notizbuch von Doc. Es enthält eine Menge Informationen, die hoffentlich wie ein Stromschlag wirken werden. Finde das Geheimlabor, kleiner Außenweltler. Ich gehe zurück in die Bar, um zu versuchen, die Kommunikation mit den anderen wiederherzustellen. Okay, rein hier. Edo. Was machst du denn hier drin? Ich hab's dir doch gesagt, durch die Kanalisation zu kommen ist reiner Selbstmord. Lass mich in Ruhe. Da. Was ist das? Warte, ist das von meinem Papa? Oh wow, das wusste ich gar nicht. Es gibt ein geheimes Zimmer hier in unserer Wohnung. Aber wo? Das könnten wir erstmal suchen. Geheimes Zimmer in dieser Wohnung. Die Wohnung ist ziemlich bescheiden, wenn man es mal so ausdrücken darf. Tja, wo finden wir jetzt die Wohnung? Hier gibt es ja wirklich nichts. Ich such mal kurz. Alter, die Musik. Hört euch die Musik an. Ich hoffe, die kann man gut hören. Vielleicht sind hier irgendwo Hinweise versteckt. Unter dem Teppich vielleicht? Ja.
Aha. Übersetzen. Die Zeit wird zeigen. Die Uhr also. Die Uhr, die Uhr. 2511. 2511. 2511. Aber was bedeutet 2511? Da! Haha! Digicode benutzen. 2. Hä? 511. Aha! Hello. Oh, das ist ein Arbeitsspeicher, glaube ich. Alte, DDR3 zumindest. Die sahen immer so komisch aus. Ich habe diesen Raum noch nie gesehen. Ich kann nicht glauben, dass er es geschafft hat, in ihn die ganze Zeit vor mir zu verstecken. Diese Baupläne, die müssen für seine Zugwaffe sein. Papa war immer so geheimnisvoll mit seiner Arbeit. Er sagte mir, dass die Waffe in der Theorie funktionierte, aber einen Praxistest brauchte. Schlag auf. Er ging nach draußen in die Slums und kam nie wieder. Aktuelle Roboter-Schlagzeilen. Zurks sind offiziell aus der Kontrolle. Sie fressen jetzt Metall. So, warte, was wollte... Ich hab's jetzt genau vergessen. Ein Geheimlabor. Haben alle Wissenschaftler ein Geheimlabor? Die Zugwaffe sollte hier irgendwo sein. Okay, nach der Waffe suchen. Da oben vielleicht? Weil es leuchtet hier sehr auffällig. Und kaputt. Oh, hier war nichts drin. Schade. Wo könnte was noch was da rein? Oh, da ist ein Zug. Beobachtungen. Hören sie schniedlich an, aber sind aber nie freundlich. Alte Bakterien aus Zeiten der Menschen fressen alle möglichen Materialien, können in der Dunkelheit bestens sehen, reagieren auf grelles Licht. Auf grelles Licht also, ich verstehe. Wo könnte was versteckt sein? Vielleicht an dieses komische Pad dort? Hier vielleicht? Das ist runtergefallen. Oder wo ist das? Wo ist das? Da. Kaputter Peilsender nehmen. Hallo, darf ich mit dir reden? Kollege, da. Hast du hier etwas Interessantes gefunden? Ja, Peilsender. Warte, das Ding kenne ich. Das ist ein Peilsender. Papa hat diesen Peilsender immer benutzt, um zu sehen, wo ich bin. Vielleicht können wir ihn umpolen, um herauszufinden, wo er hingegangen ist. Ich kann nicht glauben, dass mein Papa noch am Leben sein könnte. Ich habe ihn so sehr vermisst. Du brauchst eine Waffe für die Zorgs, richtig? Mein Papa hat definitiv eine mitgenommen. Wir müssen nur den Peilsender reparieren, damit wir ihn finden können. Jemand in den Stumps kann uns sicher helfen. Komm mit mir. Ich öffne die Tür. Okay. Let's go. Pss, 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 pss. Ja? Ich sollte dir folgen, aber... Kollege? Achso. Ach, ich soll alleine gehen. Ich dachte, er kommt jetzt mit und ich verfolge ihm. Falls es jemanden gibt, der was reparieren kann. Leute, ich wollte gucken, ob ich sogar Pfotenabdrücke hinterlasse. Und das tue ich sogar. Aha. Okay. Wir suchen jetzt erstmal einen Typen, der was reparieren kann. Okay, die sagt das Gleiche. Oder der, je nachdem. Oh, hallo. Hello. I'm under the water.
Oh. Oh. Du die Herzen an. Ulle. Kann ich das an seinem Fuß machen? Auch. Ich liebe es. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Ich vermisse die eine Katze, die sich an mich rangeschmust hat auf der Straße. So. Was können wir gucken? Tauschhändler, Super-Spirit-Wäscherei, Omas Klärer. Elliot's Programmierung, das könnte sein. Nach rechts. Bist du Elliot? Ja, oh. Hallo Kleines, hast du etwas Stromkabel für mich? Ich würde gerne ein Poncho für dich stricken, aber dazu brauche ich ein Kabel. Ja klar. Stromkabel, hier, nimm. Miau und Cats, ich auch. Danke, mein Liebes. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Oh, damn. Das geht aber schnell. Neuer Gegenstand errungen. Poncho! Bitte sehr, Kleines. Das wird dir gut stehen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich will es eigentlich anziehen. Der sieht richtig warm aus. Perfekt für einen fröstelnden Roboter. Ich kann ihn nicht tragen? Naja. Okay. Jetzt muss ich nur diesen einen Laden finden. Wer bist du? Rosie. Fuck, wo war der Laden? Hier haben wir komplett angefangen. Nein. Ich muss jetzt gucken. So. Wie sieht die überhaupt nochmal? Oh nein, wer seid ihr denn? Oh, das sieht nach einer Programmierung aus. Übersetzen. Elliot's Programmierung, ja. Bitte an der Tür klopfen und warten, bis wir öffnen. So. Hallo. Hallo? Darf ich auch anklicken? Hallo? Treffen, ja. Hey! Was soll das denn? Oder muss ich mich verstecken? Ich geh jetzt einfach rein. Ah, einfach rein. Oh damn, hier sieht's sauber aus und chillig. Ich mag das. Fragt mich nicht warum, aber ich mag irgendwie... Das hört sich so falsch an. Ich mag aber generell so geheime Orte. Ich esse halt, die Fenster sind alle verbarrikadiert und ich mag das irgendwie. Ich mag einfach das Geheimnisvolle hier ran. Oh, das sieht so cool aus. Okay, hier ist ein Fenster. Aber würde mich nicht stören, wenn man das Fenster hier auch schließen würde. Oh, merken. Der Baum ist ein wissenschaftliches Wunderwerk. Es ist bemerkenswert, dass der menschliche Einfallsreichtum einen Weg gefunden hat, Pflanzen zu erschaffen, die ohne Sonne nicht gedeihen. Organisches Leben braucht Bäume, um die Luft in der Stadt zu reinigen. Roboter brauchen keine, aber sie kümmern sich trotzdem um sie. Die Menschen hätten es so gewollt. Nice. Erstmal kurz mit der Person unten sprechen. So, ich mag das. So schön abgeschottet. Hallo. Du bist wegen Elliot hier, er ist gleich da drüben. Okay. Ach, er pennt. Okay, mehr kann ich nicht machen. Ich dachte, ich kann auch das Foto nehmen. Aber nicht. So, dann gehen wir nach oben. Und gucken uns erstmal ein bisschen hier um. Alter, wie chillig. Ich liebe das. Das ist so geil chillig. So, hi, Kollege. Ja, kann ich dir helfen? Kaputter Peilsender. Oh wow, das ist ein toller Peilsender. Ich kenne dieses Modell. Es ist ein Tohima BR 2000. Mit diesem kleinen Gerät kannst du jeden lokalisieren, darf ich? Ich weiß, wie man den repariert, aber ich... Aber wenn ich so am Bibbern bin, kann ich meine Tastatur nicht bedienen. Ich weiß nicht, ob ich krank bin oder so, aber ich fühle mich definitiv nicht gut.
Ach so, ich bemerke es jetzt, dass er zittert. Ich kann nicht arbeiten, wenn ich so am Bibbern bin. Ich glaube, ich brauche eine Decke, damit ich einen Peil, ach, deine Peilsender reparieren kann. Dafür haben wir eine Poncho. Alter, was für ein Zufall, dass wir einen Poncho haben. Das war richtig Zufall. Oh, wo hast du den, wo hast du denn den gefunden? Er ist fantastisch. Junge, das war jetzt reiner Zufall, dass ich jetzt einen Poncho habe. Lass ihn mich anprobieren. Alter, ich hatte so viel Glück jetzt, ne? Schau, kein Bibbern mehr. Ich kann wieder arbeiten. Danke, jetzt kann ich deine Peilsender definitiv reparieren. Lass mich mal sehen. Ich muss nur noch ein Update machen. Und noch eine Sache. Voila. Reparierte Peilsender. Na bitte, Kleines. Viel Glück bei der Suche nach der Person, die du suchst. Danke, Mann. Junge, das war so ein geiler Zufall jetzt. War ja nicht noch eine Person, aber war es nur er hier. Das war nur er hier. Okay. Okay, hier können wir nicht durch. Alter, solche Vorhänge habe ich zu oft gesehen. So. Wieder raus, Kollege. Ich will raus. Lass mich raus. Ich muss raus. So, lass mich raus. Ja. Katze. Danke. So, wo ging's nochmal lang? Wir müssen jetzt ja wieder in die Bar, ne? Genau. Hallo, Kollege. Ich kämpfe wirklich darum, die Verbindung wiederherzustellen. Hast du bei Seamus etwas Interessantes gefunden? Was ist das für ein Ding? Achso, ich muss zu Seamus. Scheiße, Lael. Wo man Seamus? Seeanemone. So, wo finde ich... Ich habe schon vergessen, wo der war. Nicht hier, das weiß ich. Scheiße, wo war der nochmal? Oh, ich hab's vergessen. Das war irgendwie so ein kleiner Raum. Hier! Gefunden! Kann ich hier drauf? Ich will hier drauf. Elo, Seamus. Hast du es geschafft, den Peilsender zu reparieren? Natürlich, guck dir das mal an. Du hast es geschafft, du hast ihn repariert, gut gemacht. Gib ihn her. Wir haben einen Ping. Ist Papa wirklich am Leben? Ich kann es einfach nicht glauben. Lass uns dem Peilsender folgen. Vielleicht finden wir heraus, wo mein Papa ist. Okay, dann lauf. Los geht's. Ah, Katze. Katze. Das Spiel sieht auch so fantastisch aus. Es fühlt sich fantastisch an. Oh. Und wieder Abdrücke. Der hat aber keine Abdrücke hinterlassen. Ich glaube, das klebt haftet nicht so sehr an Metall. Vielleicht. Ich weiß es nicht. So. Oh. Leute, der kann in der Luft stehen, Lele. So, dadurch. Da ist die Kanalisation. Krass, dass der Peilsender auch ein Navi ist, ne? Das muss es sein. Er hat die Slums wirklich verlassen. Es ist gefährlich da draußen, aber ich muss mir sicher sein. Ich muss es wissen. Auf geht's. Ohne den Kollegen? Ohne den Kollegen anscheinend. Ich dachte, Momo nehmen wir mit. Wenn es so gefährlich in der Kanalisation ist. Oh lol. Warum ist sie dann so leicht zu öffnen? Naja, Fragen über Fragen. Ihhh. Es sieht auch toxisch aus. Holy shit. So, Kollege. Nice. Oh mein Gott, der hat Angst. Keine Sorge, ich bin bei dir. Ich bin die stärkste Katze EU-West. So.
Sieh dir all diese Zugs an. Ulla, sie werden uns auffressen. Ich schaff das nicht. Ulla, ich bin nicht so schnell wie du. Die Zugs werden mich ganz sicher erwischen. Hier, nimm dieses Abzeichen. Mein Papa wird es erkennen. Er wird wissen, dass du ein Freund bist. Außenwählerabzeichen. Erhalten. Nice. Ich werde dir die Tür öffnen. Ich sehe die Zugs nicht mal. Renn, Kollege. Okay. Da. Gut. Das sieht so cool aus. Guckt. Alter, diese Wand. Diese Mauer. Ich habe was gehört. Ich versuche nur zu gucken, wo die sind. Weil ich muss gleich direkt sprinten. Wenn ich die sehe. Erstmal hier links nachgucken. Ob wir hier was finden. Hier können wir nichts machen, wie es aussieht. Oh, was ist das? Merken. Sieh mal, wie gewaltig diese Mauer ist. Ich erinnere mich, dass sie ein Symbol für die Trennung zwischen den Slums und dem Stadtzentrum war. Das und die Tatsache, dass sie ihren Müll immer wieder hier heruntergeschmissen haben. Wie kann man sowas nur tun? Vielleicht ist das der Grund, warum sie gescheitert sind. Nice. Okay, wir gehen jetzt hier durch. Heben das Tempo ein wenig an. Sackgasse. Das hört sich nicht gut an. Oh. Da sind die schon. Ich sprinte. Los geht's. Es wird gefährlich. Haha. Oh, ich hänge fest. Katze, lauf. Streuni haben wir dich getauft, ne? Nice. Streuni, renn. Streuni, renn. Links ging es zwar lang, aber scheiß drauf. Streuni, los. Komm ich da rüber? Haha. Haha. Alter. Oh, 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 oh. Oh, jawohl. Komm, Streuni. Zack. Huhuhu, links lang. Nein! Ein paar haben mich erwischt, aber weiter geht's. Oh, lol, wo geht's lang? Ah, unten. Okay, ich verstehe. Los, Streuni. Links lang. Da hoch. Wupp, wupp. Nice. Da hoch. Jawohl. Zack. Ah, ich weiß, was ich tun muss. Kann ich da rüber? Oder auch nicht. Ich weiß nicht, was ich tun muss. So, seid ich da drauf? Doch. Jetzt weiß ich, was zu tun ist. Huhu. Zack. So, jetzt wieder drüben. Oh, lol. What the fuck? Streuni! Muss ich lenken oder nicht? Oh nein! Nein, Katze! Steh auf, Katze! Steh auf, Katze! Oh mein Gott. Alles okay, das war ein heftiger Sturz. Doc sollte in der Nähe sein, weil ist es nicht mehr. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Alter. Oh nein, Katze! Streuni, Streuni! Du humpelst. Oh, dir geht's besser. Noch humpelst du ein wenig? Ja. Leck die Pfote ab. Okay, jetzt geht's dir wieder gut. Sehr schön. Zack. Zack. Parkour. Dahin. Zack. Hier können wir durch. Erstmal kurz nachgucken. Was können wir hier machen? Hier gibt es wahrscheinlich ein Item, was wir nehmen können, ne? Oh, wo sind wir denn hier? Ich kann da rüber? Wo lang jetzt? Ich kann mich jetzt entscheiden. Ich kann da hin. Ich gehe mal kurz da hier hin, weil hier sieht es jedenfalls aus, als ob ich wieder zurück kann. Oh, da ist jemand. Nicht der Vater. Sag nicht, das ist der Vater. Nicht der Doc.
Der Wissenschaftler, für den ich arbeitete, sagte immer, er wolle sich in ein kleines Häuschen zurückziehen und den ganzen Tag angeln. In der Stadt war das natürlich nicht möglich und das hätte seit mindestens 100 Jahren auch keiner mehr machen können. Was wäre, wenn wir uns in der Außenwelt ein kleines Häuschen mit einer harmlosen Angelrute und einem Haufen Büchern suchen würden? Ich glaube, genau das hätte der Wissenschaftler gewollt. Aber zuerst sollten wir Doc suchen. Okay, das ist nicht der Doc. Oh. Oh. Katze. Yeah. Ruhen uns ein wenig aus. Bringt zwar nichts, aber ich liebe diese Shots. Ich werde mir das Spiel definitiv ein zweites Mal noch holen für die PS5. Einfach um es zu besitzen, weil das Spiel ist fantastisch bis jetzt. Sehr schön, los geht's. Aufstehen, Streuni. Oh, streckt er sich. Ich hab's jetzt ein bisschen verpasst, aber ich hab's am Ende ein bisschen gesehen. Let's go. Da hoch. Zack. So, schauen wir mal. Was ist das? Gegenstand verwenden. Ne, wir brauchen wahrscheinlich ein Item dafür, was wir irgendwo finden. Es ist ein Stromgenerator. Aber er scheint irgendein anderes Teil zu benötigen, um zu funktionieren. Können wir hier hoch? Ne, noch nicht. Oder zumindest jetzt nicht. So. Alter, guck dir das mal an. Was für ein Shot. Wo? Oh, Energy Drinks? Ne. Einmal hier rüberspringen. Zack. Miau. Wenn man wieder mexikanisch ist. So. Wir können hier lang. Können wir aber auch hier lang? Ja, können wir. Wir gehen als erstes. Oh, hier wohnt vielleicht jemand, wer weiß. Oh, wir können ja durch. Hier wohnt vielleicht jemand, wirklich. Das könnte der Doc sein. Oh, guck euch die Augen an vor dem Teil. So, vielleicht finden wir hier den Doc. So. Okay, wir gehen mal hier runter. Vielleicht finden wir hier den Doc. Damn, sag mal, was denn hier passiert? Wow! Warte, du bist kein Zug. Wer bist du dann? Das ist mein Abzeichen, das du da trägst. Wie hast du es gefunden? Hat mein Sohn dich geschickt? Oh, sehr musst du, schlauer Junge. Ich bin schon seit Ewigkeiten allein hier. Ich bin hierher gekommen, um meinen Defluxor zu testen, aber... Es ist nicht so gelaufen wie geplant. Ich wünschte, ich könnte wieder nach Hause gehen. Ich vermisse meinen Sohn so sehr. Du kannst dich gerne im Haus umsehen, wenn du willst, aber ich habe keine Ahnung, wie wir hier herauskommen sollen. Okay. Ich finde es so lustig, wie die Kabel zu Haaren gemacht haben. Oh. Eine Schaufensterpuppe. Ich habe Menschen gesehen, die solche Kostüme trugen. Sie waren klein aber und rannten umher und machten jede Menge Lärm. Oh ja, jetzt erinnere ich mich, es waren Kinder. Durch sie waren die Straßen so viel lebendiger. Trotz aller Schwierigkeiten, die sie ihnen bereiteten, schienen die Erwachsenen sie sehr zu lieben.
Doc sagt, er vermisst Seamus. Ist das dasselbe? Nice. Kurz nachgucken, ob wir was finden. Ist das die Waffe hier? Was? Hey, sei vorsichtig mit dem Flugzeug. Bei voller Ladung kann der Zugs wie Konfetti in die Luft jagen. Dieses Prachtstück braucht 1,21 Gigawatt, um zu funktionieren. Und das Einzige, was hier so viel Saft hat, ist der Generator draußen vor dem Haus. Das Problem ist, dass er nicht anspringt. Ich glaube, eine Sicherung ist durchgebrannt. Und bei all den Zugs hier ist es zu gefährlich für mich, rauszugehen und zu reparieren. Ich bin nicht schnell genug, aber vielleicht bist du es. Wenn du den Generator erreichst und die Sicherung auswechselst, sollte ich den Deflugzeug wieder aufladen können. Komm schon, folge mir, ich zeige dir, was du tun musst. Oh, Entschuldigung. Ich bin einfach generell müde. Hello. Hier, nimm diese Sicherung. Ist brandneu. Sie ist brandneu. Nice. Das Einschalten des Generators wird laut sein, also rechne mit einigen Zurks. Sobald du den Generator repariert hast, sollte ich den Deflux aufladen und in Gang bringen können. Du musst nur diesem Kabel folgen, die Sicherung austauschen und mich dann wieder hier treffen. Viel Glück. Ja, wir wissen ja schon ungefähr, wo die ist. So, aber trotzdem folgen wir mal dem Kabel. Ich guck noch kurz, ob ich was sehe. Nee. Juno. Oh, ich liebe Katze. Zack. Das wird laut und wir müssen aber dann schnell sein. Komm, wir sprinten ein wenig. Huch. Nein, die Sicherung war hier. Und zack. Oh oh. Oh, jetzt bin ich gespannt. LOL. Oh, LOL. Ja, da kann ich nicht durch, Kollege. Ist zwar schön und gut, dass du das blockierst, aber ich kann hier nicht durch. Da zumindest nicht. Oh, nice, jetzt aber. Zack. Jawohl. Oh mein Gott. Ich sprinte einfach hier hoch. Oh mein Gott, der Sprung hat gereicht. Oh, yes. Aha. Erstaunlich, du hast den Generator wieder zum Laufen gebracht. Hast du gesehen, wie stark der Defluxor ist? Das ist definitiv unser Weg hier raus. Warte einen Moment, vielleicht kann ich den Defluxor an deiner Drohne befestigen. Oh. Jetzt bin ich gespannt. Oh lol, immer noch klein. Es hat geklappt, der Defluxor ist jetzt an deiner schicken Drohne installiert. Er ist nicht dafür ausgelegt, mit einer so kleinen Stromquelle zu laufen. Wenn du ihn zu oft benutzt, könnte er kaputt gehen. Denk dran, es ist gefährlich. Jetzt lass uns zurück ins Dorf gehen. Ich komme nach Hause. Mein Sohn. Hoffentlich stirbt er jetzt nicht unterwegs. Ich will, dass er seinen Sohn endlich trifft. Seamus wartet schon sehnlichst auf ihn. Let's go. Wir treffen Seamus. Huch. Wir müssen aber vorsichtig sein. Pass auf, Kollege. Vorsichtig, Kollege. Wie mache ich das? Schaff all diese Zugs aus dem Weg, damit wir hier durchkommen. L1? Oh, okay. Ich dachte schon, was passiert. Wow, der funktioniert ja super, aber wie ich vermutet habe, kann er überhitzen.
Lass sie ein bisschen abkühlen, wenn das passiert. Ich hoffe, er hält durch, bis wir das Dorf erreichen. Okay, Kollege, ich hoffe, du überlebst das. Dein Sohn wartet. Wir schaffen es gemeinsam. Miau. Streuni hilft. Du lässt aber auch die Tür offen, Kollege. Die könnte nützlich sein, die Tür. Ach, die Wohnung meine ich. Naja, ist seine Entscheidung. Dieser Schalter funktioniert nicht. Sieht so aus, als ob der Strom abgeschaltet wurde. So, was können wir machen? Es muss einen Weg geben, diese Tür zu öffnen. Ich schau mal. Oh, warte. Diese Sachen sind ja nicht umsonst hier, ne? Na. So, runter. Na, runter. Jawohl. Und dann hier durch. Dann gucken wir mal, wo wir landen. Ja. Du kannst auch ein bisschen schneller rollen, Kollege. Weil wir wollen da durch. Yes. Okay. Zack, jawohl. Ich sehe nichts, aber vielleicht sind hier Zugs. Da ist ein Schalter. Ich habe jetzt schon Angst. YOLO. So. Nein. Vorsicht, es ist überhitzt, es ist überhitzt. Nice, wir haben es geschafft. Juhu. Nice, Streuni und ich habe den Namen von dem Roboter vergessen. Egal, wir nennen den Kumpane. Oh nein. Oh nice. Ich habe mich voll erschreckt, Alter. Mach die Tür zu. Nein. Du musst doch überhitzt. Komm, 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 komm. So, sehr schön. Holy shit, Kollege. Hast du mir in Angst angejagt? Das war knapp. Lass uns zurück nach Hause gehen. Ja, folge mir. Oh mein Gott. Wenn die diese Tür durchbrechen, ne, da habe ich Angst. Alter, wie spannend es gerade wird. Die Musik. Macht es gerade nicht einfacher für mich. So, da. Wahrscheinlich kommen jetzt die Leute. Die Zurks mal nicht. Ich muss ihn auch beobachten. Vielleicht greife ich mich auch von hinten an. Man weiß nie, ne? Ne, wir sind schon am Ausgang, glaube ich, ne? Oder an einem Ausgang, weil dieses Ventil oder dieses Tor, das aussieht wie so ein Ventil. Könnte uns den Arsch retten. Na? Sind wir zurück in unserem... Ne, wir sind noch nicht ganz zurück. Komm, komm, mach die Tür zu. Wieso machst du nicht die Tür zu? Da. Doc? Oh. Oh. Danke, dass du Doc gerettet hast, kleiner Freund. Es ist schön zu sehen, dass Seamus nicht mehr allein ist. Jetzt wissen wir, dass wir uns gegen die Zugs wehren können. Momo hat in der Nähe der Kanalisation auf dich gewartet. Okay. Doc und Seamus sehen glücklich aus. Ich glaube, wir haben zusammen etwas Gutes getan. In der Nähe der Kanalisation. Da. Let's go. Momo. Nee, das ist Benzo. Momo wartet auf seinem Boot auf dich. Du kannst dich ihm anschließen, aber du hast
Aber hast du hier drin alles erledigt, was du wolltest? Denn ich werde die Tür hinter dir schließen. Ich will nicht, dass Zorgs reinkommen. Wir können auch die ganzen Notenblätter abgeben, einen Moment. Bevor wir komplett weg sind. Da. Ja. Ah, wir haben nicht alle. Wir haben 5 insgesamt nur. Ja. Okay. Bevor ich weitergehe, will ich halt die ganzen Notenblätter abgeben. Ja, ich würde ihn noch abgeben. Warte, ich gehe mal kurz weg. Vielleicht hört er auf zu spielen, wenn ich komplett weg bin. Hört's noch? So, hört man es immer noch? Nee. Doch. Wieso kannst du es nicht abgeben alles? Ich will alles abgeben. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Ah. Hört nicht mehr auf wahrscheinlich. Egal, dann gehen wir einfach. Fuck you. Dann gehen wir einfach. Tür zu. Oh, damn. Da. Let's go. Hier ist ja unser Kollege Momo. Spring auf das Boot, wenn du bereit bist. Lass uns hier verschwinden. Okay, dann können wir die... Die Notenblätter nicht mehr abgeben. Egal. Ist ja auch wurscht. Ich guck mich noch kurz hier um. Bevor ich drauf steige. So. Und zack. Ich kann nicht glauben, dass du Doc gefunden und in den Flugzeug bekommen hast. Damit können wir jetzt zu Spalza finden. Los geht's. Let's go. Die Kanalisation. Was hast du gesagt? Dieser Ort ist unheimlich. In der Tat. Ich weiß, es sieht aber auch nicht so tief aus, das Wasser. Aber hey, ne? Ich beschwere mich nicht. So. Und bonk. Oder auch nicht. Ich sehe keine Möglichkeit, das Tor zu öffnen. Kannst du mal auf der anderen Seite nachsehen? Okay. Dann schauen wir mal nach. Zack. Wir gehen hier direkt hoch. Jawohl. Oh.
Access Control System, okay. Oh, da ist etwas. Wenn hier keine Zugs sind, dann weiß ich auch nicht. Ich wusste es doch. Aha! Mich könnt ihr nicht verarschen. Zack! So, komm ich da rüber? Jawohl. Ich wünschte, ich wüsste, was du sagst. So, Alter. Wieso kann man da drauf? Ich weiß es nicht. So. Alter, wie riesig dieser Ort ist. Und das sieht aus wie... Oh, das sind Zurks. Das sind Zurks, die auf uns warten. Oh Gott. Das schaffen wir aber schon. Wir sind stark. Wir können kämpfen. Wir sind die Katze. Streuni. Man, bist du langsam im Paddeln, ne? Muss man schon ehrlich sagen. Und da ist irgendwas Rotes. Schauen wir uns gleich an. Ich dachte, da wäre jemand, aber ne, das war einfach nur so ein Fass. So. Hallo, Kollege. Bisschen schneller, du. Da, jetzt. Oh no. Was ist passiert, Kollege? All diese alten Vorrichtungen sind jetzt kaputt. Ich glaube, wir können sie nur noch per Hand öffnen. Okay, dann mache ich mich schon mal auf den Weg. Und will das hier öffnen? Okay. Ach ne, der will das hier runterziehen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, Kollege. Es funktioniert. Oh, soll ich vielleicht da drunter? Echt, ich kann mit dir nicht weitergehen, aber ich werde nicht aufhören, nach einem Weg zu suchen. Wenn du Balthazar und Clementine findest, sag ihnen, dass ich mutig war. Oh. Keine Sorge, Kollege. Und oh damn! Oh damn! Holy shit. Was ist denn hier los? Sind wir bei Stranger Things oder was? Verdammte Axt. Oh, hier war mein Roboter. Oh. Die werden wahrscheinlich mich jagen gleich. Die platzen noch. Kann man hier lang? Man kann. Aber ich gehe kurz zurück. Und mach die Dinger hier kaputt. Aufladen, aufladen, aufladen. Sehr schön. Ich will nur gucken, ob es hier was gibt. Uiuiui. Wieso kommt man nicht hier hin? Oh, da kann man durch. Oh, oh. Überhitzt, überhitzt. Warte, warte, warte. Man kann ja da durch. Okay. Zack. Ist das hier ein Geheimnis? Oder muss man hier später durch, um Momo zu helfen. Okay. Ich bin ein bisschen ratlos. Warum können wir hier hin? Merken.
Die Kanalisation. Ja, ich jetzt erinnere ich mich. Sauberes Wasser war rar. Die Stadt wurde von riesigen Maschinen versorgt, die sich tief in die Erde gruben. Wie alles andere auch wurde es rationiert, um die Menschen in Zeiten in der Dürre zu versorgen. Der Wissenschaftler zeigte mir den Bauplan für die Wassertanks. Sie sind gigantisch und könnte ein ganzes Gebäude fassen. Okay, das war einfach nur eine Erinnerung hier. Ich verstehe. Mehr gibt es hier auch nicht zu entdecken, wie es scheint. Oder? Warte mal, als ob. Als ob ich da nicht rüberspringen kann. Willst du mich verarschen? Oder es sieht so, als ob ich hier drauf könnte und dann hier rein in diese Tür. Oh. Hinter der Tür ist ja nichts. Na toll. Okay. Da gehen wir zurück. Zack. Ich brauche Licht, Alter. Zack. Jetzt schauen wir mal hier nach. Und da sind Zorks. Da sind einige Zorks. Wir gehen da rüber. Zack. Die beobachten uns ziemlich unangenehm. Ich bin nicht ganz runter, um ehrlich zu sein, aber. Ah. Komm. Einmal hier um sie herum tanzen. Und dann. Ja, seht ihr, so einfach. Ich will ja ein bisschen Platz schaffen, ne? Oh oh. Jawohl. Moment. Okay, das kam vom Spiel. Ich dachte von draußen dieses Dröhnen. So. Aufpassen. Einmal hier um die herum tanzen, easy. Na? Miau, nein, don't miau. Sehr schön. Nicht hier miauen, du überlebst das hier, Streuni. Wir schaffen das gemeinsam. Nice. Oh, mein Ohr juckt einmal. So. So, sehr schön. Ich säuber hier mal alles. Jawohl. Weil da mich auch durch gewisse Ecken durch kann. Na? Oh oh. Ich will nicht überhitzen. Sehr schön. So. Nein. Na. So. Jawohl. Jetzt habe ich jedenfalls den Gang hier frei. Und dann. Oh. Die explodieren auch so. Okay. Nice. Nice. Guck mal. Easy peasy. Bulang aber nur. Ich bin zwar jetzt hier angekommen, aber was muss ich hier tun? Oh, da ist ein Schalter. Hab den Schalter komplett übersehen. Hallo. Oh lol. Wir rennen. Aha. Denkst du, ich habe Angst vor euch? Ich höre irgendwo viele Zurks. Das ist nicht schön, die Musik. Impliziert auch nichts Gutes. Scheiße. Komm, Katze. Oh. Aha. So, links, rechts nichts. Was ist... Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir rennen.
Das sind doch zu viele. Ja, Alter. Diese ganzen Augen. Nach links. Alter, what the fuck? Was zur Hölle ist hier los? Oh, 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 oh. Wir gehen durch. Da geht's lang. Wir besiegen alle, wir besiegen alle. Weil da geht's durch. Ich will nur kurz nachgucken. Oh, oh. Schnell. Schnell, schnell, schnell. Aufpassen, aufpassen. Oh. Junge. Ich gewinne gegen euch alle. Nein. Katze überlebt. Sehr schön. Okay. Hier geht's halt durch und das wollte ich nach... Okay, hier geht's nicht durch. Ich habe gelogen. Wir gehen jetzt einfach hier lang. So, hier drunter. Dann hier lang, nehme ich an. Ja. Durch die nächste Kanalisation. Noch mehr Augen? Nee. Vorsicht ist geboten. Genau deswegen. Nein. Nein, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Oder auch nicht. Alter, was ist denn hier los? Haben wir die ganze Zeit im Kreis tanzen? Alter. Ich weiß nicht mal, wo lang. Kollege, chill, 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 chill. Und so. Jawohl. Okay, hier rüber. Ha, okay. Und jetzt diesen Code hier? Oh, er hat's gehackt. Lel. Diese Augen, Alter, what the fuck? Ekelhaft. Ach du Kacke. Hä? Wo hat sich jetzt was geöffnet? Ah, wahrscheinlich gibt's eine zweite. Hä? Ach, ich muss auf die komplett andere Seite jetzt. Ich sehe die schon, oh mein Gott. Alter. Alter. Rechts lang, sprinte, sprinte, sprinte. Jawohl. Und da, okay. Dachte ich mir schon. Schnell hier auch. Alter, was passiert hier? Öffne dich, öffne dich. Nice. Einfach hier durch. Ich fände es geiler, wenn die Tür sich dort schließen würde, aber tut sie wahrscheinlich nicht. Okay, okay. Diese Augen. Junge. Okay, die kann man nicht zerstören. Oh, guck dir mal, Alter. Junge. Huch. Alter. Die Augen werden immer größer. Was ist das denn? Ach du Scheiße. Bosskampf? Sieht aus wie so eine Bossarena. Oh lol. Nein. Renn, Junge. Okay, wir müssen rennen. Alter, was ist denn hier los? Schnell durch, schnell durch. Da geht's raus, da geht's raus. Komm schon. Komm schon. Die kommen gefährlich nah. Ach du Scheiße. Los, Katze. Streuen die, los. Oh Gott. Hier lang. Da lang. Ich würde gerne zwar erkunden, aber können wir leider nicht gerade. Weil unser Roboterfreund tot ist. Oder bewusstlos. Oh Gott. Streuen die wirklich langsam gerade? Oder die sind einfach nur schneller geworden? Oh nein. Wir schaffen es durch, wir schaffen es durch. Jawohl.
Sehr schön, holy. Was ist mit dir los, Kollege? Komm schon. Ah, du lebst wieder. B12, in der Nähe von Bibi. Es war dunkel, ich war allein. Es fühlte sich an, als wäre ich wieder im Netz. Aber du hast mich gerettet. Danke, mein Freund. Ein so hoher Stromverbrauch war hart für meinen Prozessorkern. Der Defluxor ist jetzt völlig zerstört. Wir müssen vorsichtig sein. Oh nein. Scheiße. Nice. Dreck hier durch. Zack. So. Alter. Holy shit. Sieht gut aus, aber gleichzeitig ekelhaft aus. Das Spiel ist echt fantastisch. Holy shit, ich liebe das Spiel. Oh, da geht's lang. Hier nicht. Aber das hat dir doch jemand absichtlich verbarrikadiert. Da ist jemand. Wo sind wir hier? Wer bist du? Baladin. Ein Reisender aus der Kanalisation. Wir haben schon Ewigkeiten keinen mehr von euch gesehen. Bist du derjenige, der uns vorhin kontaktiert hat, der kleine Außenweltler? Spaltazar, der Außenweltler, hat dich schon erwartet. Er meditiert hoch oben im Dorf. Okay, wir treffen jetzt Spaltazar. Ja, obwohl, wir treffen ihn nicht, denn ich würde sagen, dass wir hier pausieren. Vor 23 Sekunden wurde Pause eingelegt. Perfekt. Ich würde dann sagen, dass wir beim nächsten Mal wieder weitermachen, ne? Schöner Cliffhanger, Freunde. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.